Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollten jetzt uns hier mal in der Taverne ein Zimmer mieten, wenn ich jetzt die Tür finde. Hier ist sie. Damit wir hier ein bisschen pennen können, unsere Gesundheit und Ausdauer wieder hinkriegen. Room? Ja, eine Nacht. 6 Gold Pieces. Ja, ich bin ein bisschen verrufen. So, until fully healed. So, ich bin healed, immerhin. Für mich ist auch alles hier teurer geworden. Wir müssen zusehen, dass wir einen besseren Ruf kriegen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht. Wie kriegen wir einen guten Ruf? Ah, okay, hier sind wir wieder. Was ist das hier? Das ist interessant. Hier ist auch falsch. Wo geht's hier raus? Obwohl, jetzt bin ich neugierig. Was gibt's hier alles eigentlich für Zimmer? Hier geht's ja auch wieder hoch. Ja. Das ist ein super Zimmer. Den nehme ich. Okay, wo geht's jetzt wieder runter? Hier nicht. Hier. Genau, das Superzimmer haben wir. Noch so ein Superzimmer. Da war der Ausgang, genau. So. Was sagt die Uhr in dem Spiel? 13:55. Okay. Und ich bin healthy. Dann schauen wir mal, wo wir uns einer Gilde anschließen können. Hier vorne ist direkt eine. Jetzt ist die Frage, was ist denn das für eine Gilde? So. Me? Help you? Haha. Okay. Join Guild. Talk erstmal. Ne, warte. Ich weiß nicht einmal, welche Gilde das ist. Oder was für eine. So, Training. Was ist denn das für eine Gilde? Repairs. Und hier sind die Schlafzimmer, okay. Gut, dass hier aber niemand nackt ist. Das finde ich jetzt super. Was ist denn das jetzt irgendwie für eine Gilde? Was steht denn da? The Fighters Guild. Ne, wenn, dann würde ich The Knights of the Dragon oder sowas beitreten. Aber da im Norden gab es ja auch noch eins. So, das da scheint noch eine Gilde zu sein. Ja. Und über Gilden können wir unseren Ruf hier verstärken, verbessern. So, was ist denn das für eine Gilde? Können wir so sehen, was das für eine ist? Yes, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für eine Gilde ist. Okay, mit dem können wir auch bis hierhin reden, okay. Scheint auch interessant zu sein hier. Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Receive Armor Talk. Okay. Okay, Climbing Mode. Ah, wie geil, wir können auch hier so einfach hochklettern. Ah, das ist ja nice. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Komm, ich will dich hier. Ja, jetzt geht's. Dann gehen wir hier nochmal rein. Was ist das da? Guten Tag, der Herr. Receive House. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, was das für eine Gilde ist. Ne?
gehen wir nochmal raus. Was ist denn das für eine Gilde? The Knights of the Dragon. Noch eine. So, da quatschen wir. Nein, mit dem konnten wir nicht quatschen. Mit dem konnten wir quatschen. Get Quest. Join Guild. Ah, Max Day of the Second. Your reputation precedes you. The Knights of the Dragon always has room for a skillful knight of high moral standing. I humbly ask that you join our ranks? Ja! Then consider yourself one of the ranks of the proud the Knights of the Dragon. You shall begin as a aspirant. Tough, your rank in the Knights of the Dragon is low in Daggerfall. Your reputation will follow you. Do not be surprised when you learn that no Daggerfall in Keep will charge you for a room. It is an honor paid to all the Knights of the Dragon. Okay. Kann ich jetzt eine Gilde, sind wir jetzt beigetreten, ne? Warte mal. I'm on a mission from a... Ja, ja, das kennen wir. Und das haben wir auch. Okay. Dann get quest. Let me see what tasks we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. The Princess Retribution. Ich würde sagen, das scheint eine wichtige Quest zu sein. Dann würde ich ja sagen, das hier. Oh. Okay, dann machen wir so. The war has busied the order to such a degree that important duties such as protecting the virtue of the noble woman of Daggerfall has fallen thereafter by the wayside. There's literally no way available to rescue Princess Vanoria Greensmith, who was carried off the other day. Are you free for this moment, Ralphie requests? Yes? You will? I must say, your heart is brave. A vampire is a fearsome foe. Was? Ein Vampir? Be certain to prepare for a battle. Do not be foolhardy. We care only for the rescue of the princess. If the vampire can be left alone, leave him. And if you are not returned in 20 days, we will assume that you have failed, and someone will be sent in your place. I am certain, do you not want someone else to earn the honor of the rescue? May Kynareth bless your journey to Carpathian Tower. Dann machen wir hier mal ein Save Game. Und dann schauen wir mal. Ne, warte. Wo muss ich sie finden? So. Undyne, Yimsley of the Knights of the Dragon in Daggerfall has given me a quest to rescue the fair lady Vanoria Greensmith from Carpathian Tower. Carpathian Tower. Hoppala. So, jetzt. Find Carpathian Tower. So. 50 Gold, ja, machen wir dann die Schnellreise dahin. So, ist das Carpathian Tower? Boah, die Musik ist auch echt gruselig. Wo ist denn der Eingang? Okay, ich habe so ein Gefühl, das Dungeon wird groß werden. Und ich habe ja schon verkleinert hier über Unity. Ich hoffe, es wird nicht allzu riesig. Hier ist der Eingang, ne? Ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game, aber hier machen wir auf die 4. Jetzt fällt mir ein, wir haben den ganzen Kram, den ich im Inventar habe, nicht verkauft. Da scheint der Eingang zu sein. Hier ist auch noch einer. Okay. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Also nicht die Fledermaus, sondern das andere. Okay, hier... Hier ist offiziell kein Ausgang. Das heißt, ich darf jetzt den Ausgang selber nochmal suchen.
Autsch. Ey. So, jetzt ist die Frage, finden wir sie hier? Ja, hört sich schon super an. Okay, hier geht's im Kreis wahrscheinlich. Gehen wir erstmal hier rein. Komm. Komm. So, der hat nichts. Oh, nein. Nicht die Spinne. Oh. Ich hasse Spinnen. Oh. Boah, wenigstens haben wir den jetzt gekillt. Hier nochmal Rest. Toll. Wer ist denn da? Bitte keine Spinne. Ach, das ist ja süß. Wenn ich den mal treffen würde. So. Aber wir müssen trotzdem nochmal hier das machen. Toll. Wo ist die nächste? Da. Hä? Also. Ja, ja. Du mich auch. So, und jetzt noch einmal. Super. Wo ist denn die nächste Ratte? Komm, zeig dich. Zeig. Da. So, dann vielleicht hier irgendwie. So, jetzt haben wir es geschafft. Aber ich denke, hier müssen wir nicht hin. Oder wir schauen mal auf die Map. Ob da vielleicht ein Geheimgang ist oder so irgendwo. Nope. Aber wir können hier auch nochmal ein Safe Game machen auf die 2 dann. 2 und 3 ist für Dungeons. 1 ist quasi, wenn wir außerhalb der Dungeon sind. Und 4 ist quasi je nach Gebrauch. Und hier geht es noch weiter runter. Kann ich das kaputt machen? Glaube ja nicht. Vielleicht kann ich das mit einer Axt oder so abbauen oder mit einer Spitzhacke. Keine Ahnung, ob wir sowas kriegen. Was ist das? Okay, So, hier waren wir. Das war jetzt. War das jetzt ein Werwolf oder so? Auf jeden Fall, meine Waffe war jetzt ineffektiv gegen den. Das heißt, ich würde dann gleich eher versuchen, an dem mal vorbeizurennen. Eine Spinne ist gestorben und ein riesige. So. Komm, schnell. Nein. Aua. Warte mal, ich muss gleich mal schauen, wie setze ich Magie ein, falls ich Magie habe. Kommt er bis hierhin? Schafft er es bis hierhin? Schafft er hier überhaupt durch? Nein, komm, weg. Weg von mir. Jetzt will ich da durch. Och nö. Hat sich gar nicht gelohnt, hier hinzugehen, oder? Wir schauen nochmal. Keine Geheimtür.
Bisher nicht. Bleib bitte weg. Ich habe keine Zeit für dich, ja? So. Dann verstecken wir uns hier nochmal. In der Hoffnung. Ah, hier kann ich nicht. Hier vielleicht? Ja. Ach nö. Blöde Ratte. So, und jetzt nochmal? Immer diese Ratten. Die Ratten verderben es mir. Toll. Kann ich da hinten wenigstens? Ja. Ernsthaft? Immer wegen den Ratten hier. Komm. Und noch einmal. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann schauen wir mal, wo haben wir einen Weg noch übersehen, vergessen, wie auch immer. Ah, jetzt ist hier grün markiert. Okay. Das heißt, wir müssen den anderen Weg dann nehmen. Noch einen ganzen Weg nach oben. So, dann schauen wir mal. Wenn wir den kompletten Weg hier zurück müssen. Obwohl, es hört sich auch an, als wären hier irgendwo Geheimtüren. Safe versus Spellmate. Hört sich nach einer Spinne an. Nee. Dahinter sind Gegner. Spider just died. Dann machen wir hier auf die 2 nochmal ein Safe Game. Hä? Ach, hinter mir war ja auch noch einer. So. 2 Nachtklingen. Ah, okay. Warte mal. Das hier gibt nochmal plus 3. Aber der hat 10. Der hat 3. Jo, ist er tief. Kein Wunder, dass sie dann da gestorben ist. Was ist denn das? Wir müssen Sachen verkaufen. Holy Water nehmen wir mit. Rare Symbols. Ja, dann legen wir. Was legen wir weg? Komm, den. Ja, komm, wir legen den weg und nehmen den dafür mit. Und Magic Items, Clothing. Da haben wir das. Equip. Use. Kann ich den da hinpacken? Kann ich das usen? Equippen. Kann ich gar nicht. Okay. Raff ich nicht. Warum das nicht funktioniert. So. Ah, okay. Hier wären wir im Kreis gegangen. Hinter mir gibt es ja noch einen Weg, noch eine Tür. Ohne Geheimtür, okay. Hat sich also nicht gelohnt, das heißt, wir gehen da hinten weiter. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Gibt es hier eine geheime Tür? Irgendwo? Nope. So, drehen wir mal. Vielleicht ist doch irgendwie eins zu sehen, irgendwo. Ah, ich hasse, wenn ich mit der Maus aus Versehen aus dem Bildschirm rausgehe. Hier haben wir aber nochmal eine Tür.
Und hier geht's weiter nach unten. Und wenn hier jetzt nochmal so ein Werwolf ist. Hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Hier ist nichts, okay. Keine geheime Tür, kein sonst was. Red just died. Und noch eine. Autsch. Was soll denn das? Komm. Jetzt gehen wir mal da wieder rein. So. Hoppla. Falsche Taste gedrückt. Ah, wo ist denn die Ratte? Komm. Aua. Warum sind die Ratten so aggressiv hier? Komm, noch einmal. Vielleicht machen wir auch die Tür zu. So, und dann Rest. Toll. Vielleicht von der Ecke. Ah. Vielleicht wieder von der. Bist du derjenige, der hier Probleme macht? So, kann ich hier einfach dann vielleicht? So, geht doch. Komm. Den haben wir. Wo sind sie am Kämpfen? Ja, komm schon. Das dauert aber auch ewig hier. Hat sich auch voll gelohnt. Aber man muss sagen, ist es immer noch groß hier, aber fühlt sich jetzt nicht mehr so riesig an wie vorher. Die sind da hinten irgendwo am Kämpfen. Ich will da hin. Ich will deren Loot haben. Oder zumindest dessen Gold. Boah! Wir haben das Vampir gefunden, okay. Achso, hier sind wir wieder. Wo war das jetzt mit dem Vampir? Diese Richtung, ja? Komm. Jetzt müssen wir hier noch einmal den hier machen. So. Nein, nicht nochmal. Dann machen wir hier jetzt nochmal so ein Safe Game auf die 2. Wir haben den Vampir auf jeden Fall gefunden. Der ist hier oben. Der ist da drinne. Ich hoffe, es gibt noch irgendwie einen Weg, an der vorbeizukommen. Ach nö. Talisman, den hier vielleicht auch nochmal. Oh nee! Ich will nur das Gold. Und die kleinen Dinger hier. Den kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Aua! Und das Gold.
Was ist denn das? An Overview of Gods and Worship. Brauchen wir nicht. Hier, komm mal mit. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ui! Ich habe eine Aufgabe für euch. Kommt mal mit. Es gibt da jemanden, den ich euch vorstellen will. Es gibt da jemanden, den ich dir vorstellen will. Ja, komm mal mit. Oh. Ich hoffe, die kämpfen jetzt gegeneinander. So, die haben wir. So, was sind das? Reversible Tunic. Können wir nicht mal mitnehmen? Uiuiuiui. Hier schnell noch ein Safe Game auf die 3 vielleicht. Für den Fall, dass wir drauf gehen sollten. Boah. Ja, bitte, bitte bekämpft ihr euch, ja? Wir haben auf jeden Fall die Person, die wir retten müssen. Andere Richtung müssen wir. Boah, das war jetzt. Okay, gegen Vampir kommen wir auf jeden Fall noch nicht an. So, und Ausgang gefunden. Er ist still and oppressive. Nice. Wir haben es geschafft. Wir sind hier wieder raus. So. Hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game auf die 4 für den Fall. Und. So. And in the influence of the Knights of the Dragon in Daggerfall has given me a quest to rescue the fair lady Vanoria Greensmith from Carpathian Tower, where she has been captured and imprisoned by a vampire. I have 20 days to rescue her before someone else is sent to win my honor and glory. Wo muss ich das jetzt aber abgeben? Wieder ein Daggerfall? Muss ich wieder zurück nach Daggerfall? Abla? Daggerfall. So, Schnellreise? Ja, bitte. So, dann suchen wir mal, wo wir nochmal mit der hin müssen. Hier, The Fighter's Guide. So, dann können wir das auch wieder einstecken. Den Vampir mussten wir nicht töten, wir mussten die ja nur befreien. Hier, die eine da. So, ein kleines bisschen nach Osten. Ist das da schon? Die Gilde? Nein. Die ist hier hinten irgendwo. Da ist sie. So, dann gehen wir schon mal rein. Dann suchen wir uns mal eine Taverne. The Beaver and the Bird ist gleich hier hinter, okay. Da ist sie. Dann mieten wir uns nochmal ein Zimmer. So, Room. Eine Nacht, genau. The room is free for a night as such as you. Oh, danke schön. Oh, das ist ja. Das ist ja super. Wie spät haben wir es? 7.23 Uhr. Okay, wir ruhen hier for a while. Eine Stunde. Das muss vollkommen aus. Diese Zimmer kriegen wir. Ah, okay. Das ist nicht das Zimmer, wo. Oder der Ausgang. Auch nicht. Vielleicht auf der Seite. Ja, hier ist der Ausgang. So, dann gehen wir mal dahin. Und ich hoffe, wir können. Also, wir müssen die hier abgeben. Wann öffnen die denn? Das sind 8.31 Uhr, ja? Also bitte.
Wo muss ich die abgeben? Dann gehen wir erstmal in irgendwelche Läden, verkaufen unseren Stuff. So ein bisschen südöstlich. Ich hoffe, ich habe, weil ich jetzt ein Ritter der Drachengarde oder wie das jetzt heißt hier bin, kriege ich bessere Preise. Ja, ich gehe mal mit der entführten Dame ein bisschen schwimmen. So, mal schauen. Hier kann ich bestimmt noch, auch noch die Klamotten verkaufen, die ich gesammelt habe. Auch zu. Ah, okay. Der hat offen. Sell. Was kann ich ihm verkaufen? Ihm kann ich die Dinger verkaufen. Aha. So, mal schauen, was ich hier für Preise kriege. 114. Ja, okay. Dann sind das halt 114. So, was haben wir da? General Store. Ne, ich würde zuerst mit einer Rüstung anfangen. Hier wahrscheinlich. Der hat noch zu. Okay. So. Guten Tag, der Herr. Ich habe was zum Verkaufen. Hier, das, 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 das. Und das. So. I take it and tell your friends you cheated me. Ja, okay, komm. Falsche Tür. So, hier haben wir... Hier haben wir eine Bank. Oh. Toll. Warum haben die jetzt alle noch nicht offen? Kann ich da zumindest was verkaufen? Der hat auch noch nicht offen. Wie spät haben wir es denn? Wann machen die denn offen? Das ist kurz vor 9, ja? Normalerweise 5:30 Öffnung. Ich will mein Brötchen haben, ja? Bitte. Oh. Super. Ne, jetzt ehrlich, wann öffnen die? 9 Uhr? Aber zwei Läden hatten ja schon um 8 offen gehabt. Wenn nicht sogar früher. Noch 2 Ingame-Minuten. Die müssen wir eben kurz abwarten. Ah, okay, jetzt ist offen. 9 Uhr, okay. Guten Tag, der Herr, ich habe was zum Verkaufen. Das, 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 das. Gibt es eine bestimmte Anzahl an Dingens hier, was die haben? Und Geld? Können die mir nicht einfach so hier alles abkaufen, wie es ist? Wie viel habe ich noch im Inventar? Falsche Taste. Hier habe ich noch jede Menge Schrott. Wo kann ich die Dinger verkaufen? Juwelier wahrscheinlich hier. Die der drei Herzen behalte ich, weil... Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, die sind wertvoll. Da kann man noch irgendwas Wichtiges draus machen. So, dann schauen wir mal. Was gibt es denn hier noch für Laden? Daggerfall's Best Tailoring. Ist das Tailoring? Ne, das ist eine Taverne. Noch eine Taverne. Kann ich hier das Zeug verkaufen? Der hat auch noch geschlossen. 9:07 Uhr und der hat noch geschlossen. Noch eine Taverne. Hier glaube ich, kann ich das nicht verkaufen. Ja, egal, wir gehen wieder zu der Gilde und liefern unser Paket hier ab.
So, bin schon fast dran vorbei. Da war die ja. Ich hoffe, die haben jetzt offen. Ja. Oh, ist das super. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch ein Juwelier oder so. Oder hier, die, den kann ich vielleicht noch was verkaufen. So. Ah! Talisman, Talisman, Holy Water. So, ich hoffe, wir kriegen auch irgendwas in dieser Richtung, in der Nähe davon. 404. So, was haben wir hier eigentlich? King Edward Part, wie auch immer. The Dubious Tale of the Crystal Tower. Lantern. Small Statue. Was kann ich mit den Dingern überhaupt machen? Was ist denn das, was ich hier verkaufe? Iron Warhammer. Nee. Skara. Okay. Das scheint irgendwie so wie Schätze zu sein und sowas. Ich habe hier auch ein Amulett. Aber irgendwie muss ich das doch ja wieder verkaufen können, oder? Beziehungsweise. Naja, das lasse ich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wann wir das gebrauchen können, aber wir können das eventuell mal gebrauchen. Dann haben wir erstmal nichts mehr zum Verkaufen. Dann brauchen wir jetzt nur noch erstmal eine Bank. Wir müssen nach Süden. Und dann schauen wir mal, ob die jetzt offen haben, damit ich die Quest abgeben kann. Damit ich direkt danach zur Bank gehen kann. Da Geld einlagern. Und dann würde ich noch eine Quest abholen. Die sind immer noch zu. Verdammt. Dann ab zur Bank. Dann behalten wir das nächste Geld, was wir da haben, auf Tasche direkt. Aber echt, wann kann ich mit der hier jetzt, wann kann ich die abliefern? Wo war denn die Bank? Da hinten, ne? Das war doch die Bank. Ja, da ist die Bank. Die liefern wir hier ab. Ah, die haben jetzt offen. Nice. Banking. So, Deposit. 1, 6, 3, 7. So. Guck mal, wir sind schon bei 4.400. So, was sagt die Uhr? Ja. 20 vor 10. Und die Kriegergilde bzw. die Knights of the Dragon haben immer noch nicht geöffnet. Ich will doch nur die Quest abgeben. Was ist denn eigentlich hier? Ich will mal was ausprobieren. Lassen wir mal hier. Ja. You are welcome. Hallo. What is People and in Yomsley? Das soll die wir auf Tasche haben hier. Salutations. Chris Towser Kingford. Perhaps you can guide me toward and in Yomsley? Yeah, Max, the second. I don't think I wanna tell you where to find and in Yomsley. Moment. And in Yomsley of the Knights of the Dragon. Ach so, okay. Ich muss ihn schon, ich muss sie schon hier in der Dingens abliefern, in der Gilde. Niu. Bitte hab jetzt offen. Oh, kann doch nicht sein. Was mache ich jetzt?
alles verkauft. Ich habe die auf Tasche alle Erledigungen gemacht. Ich will da jetzt hin. Und rumlungern kann ich jetzt auch nicht. So, wir haben ja doch ein Zimmer in der Taverne da. Dann machen wir das folgendermaßen. So, dann rest for a while, sagen wir nochmal 2 Stunden. So, wieder in diesem Zimmer, toll. Da müsste es jetzt doch zumindest spät genug sein, dass wir da rein können. Wir müssten jetzt doch reinkommen können, oder? Ich hoffe das zumindest. Ja! Me? Help you? Hahaha. Dankeschön. Warte mal. Ich bin so ein Idiot. Denen sind wir beigetreten, nicht denen. Oh. Oh, verdammt. Ich bin echt... Keine Ahnung, wo ich mit dem Gehirn abgeblieben bin, aber schön, dass hier zumindest offen ist. Princess Vanagara Greensmith, may I more officially introduce you to your good rescuer, Max Dears II. You have done a fine and honorable thing this day, my friend, and it shall not be forgotten. Habe ich jetzt Geld bekommen? Wo ist mein Gold? Wo ist mein Gold? Habe ich kein Gold bekommen? Info? You don't own a wagon? Okay, was ist denn das? Was soll das sein? Also, was soll das heißen hier? Das raff ich jetzt nicht. Ich lasse es mal so. Nope. Nee, danke. Ich habe jetzt gar kein Gold bekommen, ne? Aber die haben hier auch kein Obergeschoss, ne? Komm, wir fragen den nochmal nach einer Quest. Let me see what task we have available. Ja, kennen wir schon. Retribution. We have a traitor in the Knights of the Dragon, a villainous Nightblade who has turned against the Brethren? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen verwirrt. Our honor is at stake, Aspirant. Join our Righteous Fury? Natürlich. Very good, the traitor is a Nightblade named Roderick Gearford, who has taken refuge in UB Tiva's Den to the north. If you have not returned in 5 days, your honor will be forfeit and another will take your place. Do not fail us in this, Max. 5 Tage habe ich Zeit, der ist im Norden. So, Norden ist diese Richtung. Nochmal hier Save Game. Und
So. Wo sollen das sehen? Wenn die sagen, hier im Norden, dann ist das alles, was nördlich von hier ist. Jubiti was denn? So, Feind. Jubiti was denn? Jubiti was denn? Das ist aber auch ein ganz schön weiter Weg. Okay, das kostet nichts. Nice. Sascha Jubiti, was denn? Jo, wie das hier jetzt aussieht. Mal grün. Nice. So, dann machen wir hier auch noch mal auf die 4 Safe gehen. Und rein. Okay, es hört sich jetzt schon ganz gefährlich an. Komm! Komm schon! Aua! Knight just died. Oh, wie viel Gold! Das nehmen wir mit. Komm, wir nehmen das erstmal alles mit. Komm, das nehmen wir auch mit. Hier scheint es nichts zu geben. Ich wollte schon sagen, ist die Musik jetzt so hängen geblieben oder? What? Machen die hier? Ich habe so ein Gefühl, irgendwer kommt gleich noch. Hier gibt es nichts. Was ist das? Ui, nochmal Gold und Wraith Essence und Black Rose nehmen wir auch mal mit. Nein. Scheiße. Verdammt. Falsche Tür. Können wir den hier noch looten? Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den können wir gebrauchen. Oh, nee, ne? Ach, nö. Hier gibt's nichts. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier hin. Der ist oben beschäftigt, okay, gut. Jetzt kommt er auf mich zu. Hier, da ist noch jemand zum Kämpfen. Hier, kämpft ihr mal miteinander. Scheiße. Verdammt. So, können wir das noch mitnehmen? Was ist das? Steel Left Pauldron. Steel Right? Steel Left Pauldron haben wir schon, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Und. Hä? Irgendwo war ein Pferd? Da kommen wir nicht durch. Ist da hinten noch eine Tür? Da ist eine geheime Tür. Nein! Aua! Ah, verdammt! Und da ist noch ein Tower, okay.
Gegen den werden wir, glaube ich, erstmal nicht überleben. Ich ergreife erstmal vielleicht die Flucht. Hier, dann so. Until full healed. Ich hoffe, dass keiner kommt. Hä? Ah, nice. Wir haben wieder hier was. Okay, okay. Kurz beruhigen. Kurz durchatmen. Was machen wir? Axe, Longblade, Blunt Weapon. Okay, hier Major. Hand-to-Hand, Archery, Shortblade, Hand-to-Hand. Minor. Running. Dodging, Climbing, Jumping, Medical. Ah, okay. Miscellaneous, was ist das? Okay, Etikett, Orkish, Giantish, Nymph, Spriggen, Impish, Mercantile, Stealth, Destruction, Illusion, Taumaturgy, Critical Strike, Streetwise, Harpy, Dragonisch, Daedric, Centaurian, Lockpicking, Pickpocket, Backstabbing, Restoration, Alteration, Mysticism. Ach du Kacke, was kann man hier alles skillen? Ich würde sagen, hier gehen wir nochmal 2 Punkte. So, hier vielleicht nochmal 2 und hier auch nochmal 2. Okay. Aua. Ui. Wir sind aber auf der Seite. Oh nee, nicht der auch noch. Kann der nicht gegen den Centaur kämpfen? Bitte? Wir machen hier nochmal ganz schnell ein Save Game auf die 2. So. Wo ist denn der Centaur hin? Den hatten wir schon. Da geht's auch noch weiter. Oder kommen wir von hier? 2 von denen! Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus. Und ciao.